Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie versprochen betreten wir jetzt die Map zum Endgegner dieser Quest zumindest. Boletus Rex heißt der Gute. Ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was uns hier erwartet. Aber nur so zur... Ey, zur Sicherheit würde ich mal sagen, wir töten einfach vorher alles andere, was hier so rumläuft. Sag mal, auch wenn es vor mir wegläuft, wird es trotzdem sterben. Und, ja. Man sieht, hier sind auch noch ein paar Gegner. Es ist nett und so. Bla. Es geht so, nett ist das. Ich muss da mal schnell weg. Uff. Das war knapp. Also, jetzt ist es auf einmal voll. Willst du mich eigentlich verarschen? Na gut. Dann können wir zumindest gucken. Wir hatten ja in der letzten Folge einen hübschen legendären Gegenstand gefunden. Jetzt gucken wir mal. Oh, ich hab's gesagt. Wir haben die falsche Klasse. Also, gut. Dann ist das wohl so. Was soll's. Ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich, also, finde ich. Also, das mit der gefundenen Goldmenge juckt mich ja jetzt nicht so unbedingt, aber Eispanzer, Feuerpanzer, wobei, bei dem anderen habe ich von allem so ein bisschen. Ich behalte das mal so bei, den zwei Händen haben wir schon, den Legendär. Der ist jetzt nicht so viel besser. Und der auch nicht wirklich. So. Ich schicke das Tierchen jetzt noch nicht weg, weil ich davon ausgehe, dass es hier jetzt relativ... Alter, was ist denn hier los? So, was ich jetzt kurz mal mache, ich erhöhe mal hier ein bisschen die Vitalität. Schnell. Weil Angst. Das geht gerade ein bisschen arg schnell, dass ich rumkrepiere. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es hat die ganze Zeit vorher so gut geklappt. Ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass ich jetzt irgendwie instant sterbe bei dem einen Gegner. Bei diesem, ich weiß nicht, ich glaube, es ist das Todeskartenviech. Finde ich ein bisschen fies. Ich bin sehr schwer verwundet. Ihr seid tot. Das ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich hier schon das zweite Mal gestorben? Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Also, es hat die ganze Zeit ohne Probleme geklappt und jetzt nur... Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, dass die auf einmal so dermaßen viel stärker dann sind. Das ist ein bisschen scheiße. So. Naja. Schätzungsweise geht's jetzt zum komischen Mega-Gegner. Naja. Dafür geht der wieder super mega einfach kaputt. Ja, ich habe eine Quest abgeschlossen. Das ist sehr, sehr schön. Tatsächlich. Das ist irgendwie sehr, sehr unlogisch. Finde ich. Ich meine, das kann mir ja manchmal erklären, dem das logisch erscheint, warum ich bei dem einen irgendwie so übelst mega schnell sterbe und bei dem anderen, naja, so gar nicht schnell.
Ja. Nee, verstehe ich nicht. Tut mir leid, verstehe ich einfach nicht. So, was gibt's hier Schönes? Paar Sachen. So, dann gucken wir mal. Wir müssen jetzt gleich unser Tierchen eh wieder wegschicken. Nee, ich finde eigentlich meinen schon besser. So, dann schicke ich nämlich das Tierchen schon mal weg. Das ist schön. Und wir gehen wieder zur Oberfläche. Und jetzt muss ich euch leider wieder ein bisschen... Warte. Das ist... Okay, das ist nur abgeben. Abgeben mache ich wieder, wenn ich ein Portal gefunden habe, würde ich sagen. Ansonsten müssen wir jetzt wieder hin und her rennen und alles und das ist doof. Dann gucke ich jetzt lieber gerade, wo das nächste Portal ist. Das wird vermutlich irgendwo auf der Map von der Hauptquest sein. Dann gehe ich einmal kurz zurück, gebe die Quest ab und gucke, ob es dann noch was Neues dafür gibt. Weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass es zumindest hier auf dieser Map keine neue Quest geben wird. Hier ist ja auch sonst nichts, ne? Seien wir mal ehrlich. Jo, also. Pesthauchsümpfe. Das ist natürlich auch wieder ein unfassbar guter Name für eine Map. Die Pesthauchsümpfe. Ja. So. Hier ist nämlich schon das Wegpunktportal. Wir müssen jetzt nur kurz hier ein bisschen was töten, damit wir da auch hinkommen. Offensichtlich. Jetzt ist die Frage geben. Ja, wir geben das schon ab. Wir gehen ins imperiale Lager. Ja. Und geben die Quest ab. In der Hoffnung, dass sie einfach eine neue direkt haben. Das wäre nämlich voll gut. So, beim zehnzackigen Zahnrad. Ihr habt es, das Fleisch des blauen Boletus. Oh, ich bin euch ja so dankbar. Jetzt können wir sicher bald ein Mittel gegen die Krankheit brauen. Meine Verwandten sind gerettet. Bitte nehmt das zum Dank. So, schauen wir mal. Nein, nein. Ja, dann nehmen wir das und verkaufen es gleich. Nee. Ja, okay. Gibt leider keine neue Quest. Das ist natürlich schade. Hatte ich jetzt ein bisschen drauf gehofft, wenn ich ehrlich bin. Dann hätte ich mir das auch sparen können, euch den Ladebildschirm zu zeigen. Aber ich hatte die Hoffnung, dass es eine neue Quest gibt. Naja. Bevor wir jetzt gerade hier losgehen, ich verteile nochmal ein paar Punkte auf Vitalität. Ich sterbe ja sonst so schnell. Dann gucken wir hier mal. Also ich benutze ja mehr die Eisschauer. Also gehen wir den hoch. Und dann nehmen wir noch den. So. Und jetzt gehen wir auf Erkundungstour durch die Pesthaus. Das mit dem Sprechen übe ich nochmal. Ich wollte sagen, auf Erkundungstour durch die Pesthauch-Sümpfe. Ja, cool. Da gibt es so kleine Feuer-Dingsies. Genau, also Feuerdings ist auch das richtige Wort dafür. Die einen schätzungsweise verletzen. Ich probiere es mal kurz aus. Na, jetzt kommt da nichts mehr, oder was? Ja. Okay, ich wollte mich nicht gleich töten. Ich wollte nur gucken, ob die einen verletzen. Also nicht reinrennen, sind böse. Haben wir gerade gelernt. Als wir kurz vorm Sterben waren. Ich muss es dann ja auch probieren. Ist ja klar, ist ja auch total logisch und macht total viel Sinn, wenn man vorhat, nicht so oft zu sterben. Hier gibt es mehr davon. Interessant. So. Die Map sieht natürlich echt schon... Hilfe! Die Splittergespenster sind fies! Die sterben zwar schnell, die machen aber auch ganz schön viel tot. So. Ein bisschen fies. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Und es gibt Werwölfe.
wenn ich mich recht erinnere, also ich habe ja gesagt, ich habe das schon ein paar Mal durchgespielt und so, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch eine Quest mit den Werwölfen. Müsste der jetzt eigentlich hier auch irgendwo kommen? Ich weiß es aber nicht mehr. Naja. Und eigentlich hätte es viel mehr Sinn gemacht, erst dann zu dem anderen zu gehen, da wo der Stern ist und so. Witwenmacherwald. Klingt ja schön. Ja. Klingt sehr freundlich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich werde mal gucken, dass ich jetzt irgendwie erstmal zu der Quest komme, weil wir hier sonst keine Quest haben. Klar, wir erforschen natürlich die Map trotzdem komplett. Da machen wir natürlich keine Kompromisse, ist klar, aber ich bin ein großer Freund davon, dass wir hier dann auch gucken, dass wir hier halt so ein bisschen questmäßig was machen. Gerade. Und da wir im Moment nichts anderes haben an Quests, außer die Hauptquest, würde ich halt sagen, wir können mal wieder angeln. Dass wir mal wieder angeln. Ich sag jetzt erstmal, dass wir mal wieder angeln. Es ist vor allen Dingen nicht so mega lange. Es sind nur 3 Versuche. Das geht ja immer. Wir haben eine Waldbrigantine. So zwischendurch mal 3 Versuche, das ist harmlos. Das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen angenehmer, als wenn wir da gleich 9 oder so hätten. Finde ich nämlich auch immer ein bisschen übertrieben, dann lieber irgendwie zwischendurch mal hier ein und mal da ein. Ugh. Ja. Was ich eigentlich in Begriff war zu sagen, war, ich sterbe gerade. Was bist du denn? Eine Farnhexe, schön. Ich mag dich nicht. Wir geben jetzt erstmal die Quest ab und gucken mal, was dann uns so auf dem Weg eventuell noch an Quests begegnet. Es ist ja davon auszugehen, dass hier noch ein paar andere Quests auf uns warten. Die Frage ist halt, wo? Und ich glaube, dass wir die auf jeden Fall auch bekommen, wenn wir hier mal so ein bisschen eben gucken, dass wir zur Hauptquest kommen. Glaube ich. Ob das so ist? Keine Ahnung. Werden es sehen. So. Schon wieder Werwölfe. Okay. Aha, ja, okay, jetzt weiß ich auch, wie diese blöde Farnhexe sich ankündigt. Okay, gut, dann weiß ich wenigstens, wie ich die erkenne, sozusagen. So. Gerade angekommen? Wollt ihr zu den Schrottwerken? Das haben wir auch versucht, aber dann gab es einen Einsturz und wir konnten nicht hinein. Okay. Könntet ihr mir helfen? Der Professor schickt euch also nach einer Energiequelle, ja? Wir hatten dieselbe Mission, aber der einzige Weg in die Schrottwerke führt durch diesen Geröllhaufen da. Ich weiß, dass im verlassenen Sägewerk früher mal ein Haufen Sprengstoff lagerte und ein bisschen Dynamit würde sicher reichen, um hier aufzuräumen. Ich habe meinen Trupp danach geschickt, aber ich habe noch nichts von ihnen gehört. Wenn ihr mal loszieht und das Dynamit besorgt, könnten wir endlich hinein, um dem Professor bringen, was er braucht. Ja. Wir machen wieder. Machen wir die Drecksarbeit. So. Ja, dann komm da runter. Ich krieg dich da oben so schlecht. Naja, geht so. Wenn wir mal ehrlich sind, geht so. Ja. Den kriegen wir auch ohne Mana tot. Also dafür müssen wir.
Also, wir müssen für die Quest nach oben. Nach da. Schön, dass wir da schon waren. Dann latschen wir hier halt so ein bisschen was ab, ne? Ich gucke jetzt mal, dass ich so nebenbei quasi die mit ein bisschen schon mal aufräume. Scheiß Fahnenhexe. Damit wir halt dann am Ende nicht mehr alles aufräumen müssen. Und da kommt schon wieder so eine dämliche Hexe. Gehen, Gott sei Dank. Vom Schwierigkeitsgrad her. So, okay. Gucken wir nämlich mal hier. Das war das hier auch schon. Erkunden, da ist der goldene Schlüssel für die goldene Truhe. Gucken wir nämlich hier ein bisschen lang. Ich habe überhaupt nicht gerade gecheckt, dass da Viecher rausgekommen sind, die ich töten muss. Klug. Komischen Pesshauchmonster-Viecher. So. Ach, die haben auch so einen Schleimhaufen gedöns. Wo die rauskriechen. Schön. Also die goldene Truhe habe ich schon mal entdeckt. Okay, kommt nichts raus. Kümmern wir uns erst um die. Erledigt. Ja. Okay, hier ist auch erledigt. Ach, da sind schon wieder diese Ekel-Viecher. Ja. Widerlich. So, erforschen wir zumindest ein bisschen was und gehen trotzdem in Richtung Quest. Das ist ja, glaube ich, nicht die allerschlechteste Idee. Ach, schon wieder. Weg. Okay, ich dachte gerade, mich greift was an, aber das ist nur diese Feuerspuck. Sache da hinten. Das ist nicht so dramatisch. Weg. 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 Ja, ich bin immer noch, also, nee. Hm. Aber 104, so 68, 8 Bonus. Nee. Nee. Über den können wir mal reden. Körperschein. Aber der hat... Ja, wir tauschen den mal aus. Der kann weg. Der kann weg. Das zwei nicht kann weg. Das kann weg. Und das wäre wahrscheinlich klug auszutauschen. Und zwar gegen den. So. Und dann schicken wir das Tierchen wieder los. So, jetzt gehen wir erst hier lang. Was? Zur Hölle. Ah! Okay. Nein, 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 nein. Mordhack. Gott sei Dank ist das gerade aufgeladen. Ansonsten wäre ich hier ein bisschen. Puh. Lebt hier jetzt noch irgendwas? Hier erstmal nicht. Gott, da leben ein paar Werwolfies.
Okay. Hier scheint Werwolfgebiet zu sein. Und ich muss jetzt sowieso eigentlich mal mehr wieder in Richtung von Sternchen und so. Gehe immer weiter weg von Sternchen. Das ist nicht so das Klügste. Also von daher gehen wir mal hier lang, gucken wir mal, dass wir dem ein bisschen näher kommen, dem Sternchen. So, da ist noch hier Zeug. Stirb. So. Ach, da ist noch mehr. Schön, das freut mich zu sehen. So. Hier geht's nicht weiter. Da kommt ein Werwölfchen. Ah, der ist jetzt tot. Der hängt da natürlich echt lustig rum. Okay. Leichenfeuerjäger. What? Okay. Gut. Und mehr. So. Da geht es dann zur Hauptquest weiter. Und da machen wir dann nächste Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.